So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe Heads, I'll Win, Tails, You Lose, das Commander Deck von einem guten Freund von mir, danke Christoph, für euch zur Verfügung gestellt bekommen und das gucken wir uns mal an. Mal das Siegel hier mal aufbrechen in dieser komischen braunen Verpackung. Das Commander Deck, was ein Jahr in der Lieferung war. Das war lächerlich, was sie da gemacht haben. Das ging gar nicht. Und gucken wir uns mal an, worauf wir jetzt ein Jahr lang gewartet haben. Krass. Thank you for being part of Sigilair. Das ist so ein kleiner, ist auch kein Pappe, ist nur so ein Papierding. Und, okay. Mehr Papier im Papier. Machen wir das mal auf. Ich bin verstört. What the hell? Okay. Das ist leider auch Papier. Oh mein Gott, das ist super schade, weil die Box ist wirklich hübsch. Oh mein Gott. Also die Box ist wirklich hübsch mit den Sternen. Wow. Darauf komme ich gerade ein bisschen nicht klar. Gucken wir mal an, was wir drin haben. Da ist die Münze, die uns versprochen wurde. Die Münze ist ganz. Ist nämlich tatsächlich, wurde die Münze auch schon mal gebrochen geliefert. Gucken wir mal, was der Fokus hier einfängt. Hier ist der eine oder die andere. Und hier ist die rote Seite. Die rote Seite ist... Wie ist der Zyklon zu sehen? Ach, hier. Da ist das Auge. Den erkennt man besser, finde ich. Als den. Also, finde ich jetzt. Münze. Sehr wichtig für dieses Deck. Denn es geht um Münzwerfen in diesem Deck. Sehr, sehr viele Münzen müssen geworfen werden. Und ja, was haben wir hier? Ein Life-Counter. Auch sehr cool hier mit ihm und ihm. Ich muss den Namen gleich mal raussuchen. Aber auch hier aus Pappe. Ist vielleicht für eine Deckbox, hätten sie auch gerade eine Plastik-Deckbox machen können. Dann haben wir hier ein komisches Ding. Was bist du? Secret Lair Brand Luck Tracker. Hä? A piece of cutting edges technology. Keep track of your flipping coins. Ach, wenn wir Münzen werfen, wenn wir ganz viele Münzen werfen, dass wir sagen können, auf welcher Seite sie mehr gelandet ist. Okay. Flip your destiny. Find a coin. A variant mal decision. Ja, könnt ihr euch ja durchlesen, wenn ihr wollt. Ich tue es nicht. Tut mir leid. Gucken wir uns weiter mal an bei dem Deck. Ich bin bei dem Deck halt jetzt hart gespannt. Erstens. Dankeschön. Zweitens, das Ding hat einen Pulse Strip. Da ist ein Pulse Strip. Pulse Strip. Glück gehabt für mich. Und dann gucken wir uns mal an, was wir haben. Das ist, wenn ich es richtig sehe, ist das Japan produced, oder? Made in USA. Made in USA und die Coin ist aus China. Kann man die überhaupt richtig? Ja, kann man. Gut. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben hier eine Ach, die sind gar nicht so angeordnet. Die hören hier einfach zwischen Foil und Non-Foil auf. Danke dafür, Besatz. Wir haben unsere Commander. Unser Commander ist... Okay, das sind diese harten Plastik-Chips. Eye of Wisdom. In zwei verschiedenen Versionen. Eye of Chaos. In zwei verschiedenen Versionen. Aber halt in diesem Hartplastik. Was jetzt nicht schlecht ist. Dann haben wir hier... I Wisdom in Foil. Und auch in Foil. Das ist die Version hier. Dann haben wir die Version auch in Foil. Und hier auch in Foil. Und dann kommen wir zum Deck. Was haben wir denn da in Foil? Da haben wir, oh Gott, es ist halt schon wieder ein Commander-Deck. Es sind hier Tokens. Das ist eine Insel. Copy, 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 copy. Treasure, treasure, treasure. Ein Emblem, Insect, die Insect-Tokens. Landmines. Landmines?
Token. Es ist so viel. Es passiert so viel. Es ist so seltsam. Propaganda in Full Art Foil. Den Augen. Sehr, sehr cool. Stitch in Time. Flip a Coin. Extra Turn. Okay. Crack Thumb. 2 Mana. Coin Flip kann man wiederholen. Wait. What? What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stitch in Time. Oh Gott. Komm schon. Fokus. Danke. Propaganda und Stitch in Time. Wow. Wow. Und dann Crack Thumb. Wow. Das ist cool. Vor allem beidseitig voll und trotzdem gecurlt. Aber beidseitig voll. Also das ist cool. Das habe ich auch so überhaupt nicht mehr am Schirm gehabt, dass das tatsächlich, dass das ein Ding war. Das ist wirklich cool. Mehr Foils braucht das Land. Fokus, jawohl. Blasphemic Act in Foil, auch wenn man es nicht ganz so gut sieht. Daritis Gap 7. Ich habe übrigens aufgehört, auch die Rares und Mythics vorzulesen, weil das sind einfach zu viele geworden in den Commander Decks. Ich gehe jetzt einfach nur so ein bisschen auf die Karten ein. Man kann sie im Notfall selber lesen. Was mir jetzt gerade erst auffällt, die haben ja alle den Stempel. Den Reprint-Stempel. Also diese, das da. Das habe ich nicht. Was? Crack the Thumbless, gute Karte dafür. Nif-Mizzet Panru. Spark Double, auch sehr gut. Temple of Ephany. Wandering Fumalura. Ruin, schon eine Ankam. Okay, Fabricate sind anscheinend gar nicht so viele Rares drin sind. Fiery Gambit, sehr gute Karte. Aber auch eine Rare, die hinter den Kamps und Ankams kommt. Sehr seltsam. Wirklich sehr seltsam. Ein Sliver. Ach, auch weil du hier mit Null irgendwas machen kannst. Auch hier Coinflip. Great Funeral sind voll mit dem Ding. Hübsch. Hübsch is at Ballworks. Signet. Minotaur. Lightning Reefs in Foil. Aus Double Masters. Mit dem Stempel. Das ist interessant. Mindstone. Landscape. Okay. Negate. Ich gehe mal ein bisschen runter wieder. Path of Ancestry. Den drucken sie auch viel zu oft. Ral Zarek. Macht Sinn. Macht Münzwurf. Rogue's Passage. Swift Boots. Sind beide Boots drin. Respekt. Sword of Vengeance. Tavern's Shadow. Thought Vessel in Voll. Gab's schon? Doch, gab's. Natürlich. Commander Legends. Gab's. Tribute Mage, Cloak, so zum Raussuchen ein paar Länder aus Battlebond tatsächlich. Die wirken auch sehr dick. Also die Foils wirken sehr dick in dem Set. Ja, das waren alle Foils. Und die Doppelkarten, die Flipkarten und was nicht alles. Und ja, hier ist noch eine Insel. Ist das der Hidden Dreck? Diese Insel? Ich weiß es nicht, ob das der Hidden Dreck ist oder ob hier noch andere. Ne, es müsste der Hidden Dreck sein. Ist auf jeden Fall ein Secret Lair Land. Okay. Ich weiß nicht, ob da auch andere Länder drin sein können. Wir haben auf jeden Fall die Insel. Ruins, Steven Boompile, Cascade Bluffs, Chaos Warp, Commander's Plate. Die ist nicht günstig. Lighthouse, Embercleave, Exotic, Flamekin, Gamble, aber mit einem Strange Artwork, Engineer, das ist ganz gut. Reshape Size Today. Hello there. Kacke. Wer mich kennt, weiß, ich sammle ja hier unten die mit den Symbolen. Kacke. Jetzt muss ich mir einen Shadow Spear besorgen. Muss diesen Shadow Spear mir kaufen und muss meinen dafür verkaufen. Weil ich hätte gern den mit der Gabel hier unten. Kacke. Dankeschön, Besatz. Dankeschön. Dankeschön. Locust Call. Tolarian West, auch ganz cool. Trading Center sogar drin. Wheel of Invention. Hier kommen nochmal Rares. Signet an Old Border Karte. Chance of Encounter. Okay. Command Tower, auch hübsch. Counterspell. Crooked Scales. Der Crater. Warum auch immer der drin ist. Aber wahrscheinlich wegen Eile.
Flip a Coin, Long-Term Plans, Mock Assassin. Sehr coole Karte mit dem Coin-Flip. Mandel Mixture, Planner Chaos, Ponder. Ja. Preordain. Relic Third Tower, gute Karten. Risky Move. Sakashima the Imposter. Wahrscheinlich auch für die Commander, damit man die mehrfach kopieren kann. Serum Vision. Slip Through Space. Can't be blocked. Auch sehr stark. Soul Ring, Squeeze Revenge, Talisman of Creativity, sehr cool, Temple of False God, Team of Battle und ein Vandal Blast. Uff. Uff, das war viel. Aber, boah. Würde ich das so spielen? Wahrscheinlich. Einfach nur, um es mal zu testen. Finde ich es doof, dass nicht alles foil ist? Ja. Finde ich es krass, dass sie halt trotzdem das Deck gemacht haben? Ja. Hat es lange gedauert, das rauszubringen? Ja. Würde ich es so spielen wollen aktuell? Nein. Also da gibt es ein paar Upgrades für, da gibt es auch genug Channel, die die Upgrades mal gemacht haben. Da könnt ihr euch mal nachhören und gucken, was die so gemacht haben. Und ja, das war das Deck. Meine Meinung zu dem Deck ist bekannt. Ich finde es super ätzend, dass sie hier einfach ein Jahr lang für gebraucht haben. Ich finde es auch super, super unlustig, dass sie hier einfach dann nichts mehr mit gemacht haben. Und am Ende des Tages bin ich glücklich, dass das sehr wahrscheinlich das einzige Commander-Sigillaire sein wird, was wir jemals haben werden. Ansonsten, wenn das hier so gut geklappt hätte, dann hätten sie es noch öfter gemacht. Bin ich tatsächlich ein bisschen froh darüber, dass es ein Fail war. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Oblexate. Ciao, ciao.